Kopfhörer, Drehstühle, 4 Beamer, 4 Laptops und 4 Leinwände ergeben ein 360-Grad-Kino und den Versuchsaufbau für ein Experiment, das wir Tübinger Medienwissenschaftsstudenten durchgeführt haben. Also was wir uns bei unserem Versuch gefragt haben, war, ob die junge Generation tatsächlich besser Informationen aufnehmen, speichern und verarbeiten kann. Gezeigt werden 30 Minuten des Films Timecode, der in einem Splitscreen 4 Handlungsstränge parallel erzählt. Die 4 Tonspuren laufen gleichzeitig. Grundlage des Generationenversuchs ist die viel diskutierte These, dass die Digital Natives multitaskingfähig sind, die Digital Immigrants dagegen sofort dem Information Overload erliegen. Wir hatten 2 kleine Versuchsgruppen und die eine war jünger als 30 Jahre, also die mit den Medien aufgewachsen sind, und die anderen waren über 30 Jahre, die den Umgang mit den neuen Medien erstmal lernen mussten. Nach der Filmpräsentation wollten wir wissen, wie es dem Probanden gefallen hat. Also das ist jetzt kein Film, den ich mir jetzt so anschauen würde, aber dadurch, dass man immer mitdenken musste, war das eher wie so ein, wie bei diesen Sherlock Holmes Büchern, bei denen man immer so raten muss, wo geht's jetzt weiter und worauf fokussiere ich mich jetzt? Folge ich eher dem Ton oder dem Bild oder was mache ich als nächstes? Der Film hätte nicht viel länger sein sollen, weil das nimmt doch einiges an Aufmerksamkeit in Anspruch, wirklich allem folgen zu wollen. Und dann feststellen, wer telefoniert dann gerade mit wem. Also man sieht ja dann ein paar Mal beide und dann, also zum Beispiel am Ende saß die eine Dame ja in der Limousine und dahinter stand der eine, der mit dem anderen telefoniert hat, und dann, das hat dann einen Moment gedauert, aber eigentlich ging. Dieser Meinung waren auch die älteren Teilnehmer. Bei den Fragen zum Filminhalt gingen die Ergebnisse aber dann doch auseinander. Die Jüngeren hatten fast alle Fragen richtig, das heißt, sie waren fähig, 4 Handlungen gleichzeitig zu folgen. Die Älteren dagegen hatten kaum eine Frage richtig und waren von den Reizen überfordert. Mark Branskys These scheint sich in unserem kleinen Experiment bestätigt zu haben. Bleibt für uns die Frage, womit gelingt es besser, die Informationsflut zu bewältigen? Mit der Fähigkeit zum Multitasking oder zur Selektion?